Ja, Leute, wir sind hier auf der Weltmeisterschaft und ich habe meinen Special-Gast und zwar Ryan. Guten Tag, everybody. Ja, genau. He is from UK. Ja. Na gut. Also, er kann ein bisschen Deutsch, aber es sind eher so ein paar Worte. Only one word, right? Ja. Nein. Okay. Ja, wir haben etwas ganz Besonderes und zwar, wir werden ein kleines Battle machen. We battle each other. Yep. Und zwar folgendes. Wir werden drei Sachen machen. Zunächst einmal, we make a duel between us in TCG. Das ist a little bit spicy, weil wir werden es sehen auf jeden Fall. Ja, ich switche gerne ein bisschen Englisch und Deutsch, tut mir leid auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall ein bisschen interessant, denn wir haben Sonderregeln und wir werden ebenfalls uns angucken. Final of Master Duel and Final of Duel Links. Yep. Und wir werden beide einen davon wählen und am Ende haben wir natürlich einen Gewinner. Das heißt, drei Punkte kann man holen. Jetzt fragt ihr euch, okay, drei Punkte, wofür denn? Naja, wir spielen um Retro-Packs, um genau zu sein, um zwei Retro-Packs. Ja, die gibt es nur in Amerika und wir haben gedacht, ja, nehmen wir die jetzt Prize, right? Yes. And are you ready for the duel? I'm ready. Okay, so we can start for the duel. Wir sind mitten im ersten Spiel hier drinnen. Noch ist nichts gewonnen. Ich bin für Sebastian und auf der anderen Seite. Team Japan, Team Japan. Oh. Genau, wir wollen natürlich gucken, wer hier gewinnt. Und ich bin gespannt, wie es wird. Bisher ist es ausgeglichen. Auf der Seite des Sky Striker auf jeden Fall. Finde ich sehr gut. Sky Striker mag ich. Von daher mal gespannt, wer hier gewinnen wird. This time we're not seeing a shot. Wow. We're seeing Desperado. This could be it. This could be it. Wow. What? Yeah. And a direct attack. There's a lot of things in Duel Links that could stop a direct attack from the hand. Do we have anything? We don't. So well, it's all tied up one-to-one. Shelmy being clapped back at by Taku. We've got ourselves a match here with applause from the crowd. I'm strong. Talking yeah, about it's Emperor over. Charles, everybody. My king. No! Please come back! Boom! Und da haben wir das 2-2! Yeah, what do you say? We got the final game. 3-2. No. Wir holen das final game. Let's go. Sebastian! Leroy! Direct attack! You're the champion! Let's go! And I win! The point goes to me! Jetzt steht es schon mal 1-0. Das ist eine ziemlich gute Position, in der wir sind. Aber das heißt natürlich nichts, denn es gibt ja noch zwei Punkte zu gewinnen. Bedeutet also, ich kann immer noch verlieren. Und das will ich natürlich nicht. Deswegen schauen wir uns jetzt natürlich das Master Duel Match an. Oh, oh, oh. Selbstverständlich bin ich für Snipe Hunters. Wer hatte es denn anders erwartet? Und ja, mein Kontrahent hier ist für Team 7 und leider 2-0 for you at the moment. Seven, baby, you're getting cooked. Easy. Und hier kommt der Final Angriff und Team 7 gewinnt. Das heißt, Punkt für dich! Oh nein! Ich hätte so gerne, ich hätte es hätte so gegönnt. Aber Glückwunsch an alle. Ryan ist fertig. Ja, leider hat Snipe Hunters verloren. Bedeutet also, ein Punkt geht an Ryan. Das heißt, 1-1 aktuell. Und jetzt natürlich entscheidend, wer wird das TCG-Duell gewinnen? Und da lassen wir es nicht auf den Zufall drauf ankommen. Nein, wir werden natürlich selber spielen. Bedeutet also, ich werde Wayuu Turbo spielen. Und Ryan wird an dieser Stelle ein Deck spielen, wo ich nicht wirklich weiß, was da drin ist. Weil es eigentlich ein Deck ist, wo viele verschiedene Karten drin sind. Aber auch modernere Karten. Ich spiele eher mit älteren Karten, eher mit modernen Karten. Wir werden auf jeden Fall sehen, wer gewinnt, denn das entscheidet alles, ob ich gewonnen habe oder er. Also, es ist Zeit für ein Duell. Ja, wir sind jetzt hier im ersten Duell und wir haben hier spezielle Regeln. Doch bevor wir starten, großer Shoutout an Tom Boxing. Box. Ja, er hat das ganze Setup hier zur Verfügung gestellt. Riesen, riesen Dank auf jeden Fall. Und jetzt, ich spiele ein Deck aus Time Wizard und zwar Wayuu Turbo. Auf der anderen Seite, we have Question mark. Ja, ist ein Deck, was auf jeden Fall überraschend bringen wird. Wir spielen mit den modernen Regeln. Heißt, keine Karte ziehen und Priority wird es nicht geben. Wichtige Info, ich würde sagen, let's go, right? High roll. It's a 9. Nein. Oh. Nein. Oh. 7. Oh, okay. Oh nein. Oh, I don't know. This is nicht so gut. Es ist nicht so gut. I don't know. Will I start now? I think I started. Okay. Okay, let's go. Good on duelist. Good luck.
Okay, it's difficult because I don't know what you play. But I think a typical opening for me. Set, set, pass. Oh my. I will draw. Stand by main. Yes. reading. Oh, reading. What? Chill, please. Okay, I will banish a level 8 dragon. What? Well, special summon Dark Hand of Evaporation Dragon. What he does? Well. Good question. We must both read. I thought this was Edison. On this side is Edison. This is the unlock the dragon's fusion summon, doesn't matter. I can target an attack position monster. He loses 500 attack and defense, destroy it. So it doesn't do anything right now. Okay. Anything on summon? No, it's fine. Nope. All good. Did only this effect, right? Not the secret effect? No secret effect. Okay, perfect. I will go battle phase. Yeah, it's fine. I will declare attack. It's a Raikou. I will destroy your dragon, please. Yes. So it's 3, right? Yes. Yep. It's 3. 1. Oh. 1. Arr. 2. Arr. Holy. Okay. I will go main phase 2, duelist. Yes. Set 1. Set 2. Oh. I'll set 3s. Okay. And my turn. I draw. Ooh. Now a dangerous monster hitting the field. Oh, no. Armageddon Knight. Oh, no. Effect. Thinking. I will chain breakthrough skill. What? That's fine. Breakthrough skill. What? I go to the battle phase. Yeah. Attack directly with 1,400. I take 1,400. Yes. 1,400? Yes. For him, and then I think I pass. Okay, draw. Für die kleinen Leute eben, kleiner Einschub. Wir machen Best of 1, also kein Best of 3. Wichtige Information, glaube ich. So. I will set him monster. You play a Raikou too? Maybe. I will end my turn. When can you use the second effect? During my turn. Only doing your turn? Yeah. It's pretty good for me. So, I draw. Okay. Oh, the set card. Two set cards. Okay, I go all in with my cards, right? Oh, no. I tribute summon. Oh, no. For Kaios, der Schatten Monarch. Oh, thinking. I targeting your monster. Wait, thinking. Yeah, but summoning effect. Oh, you can judgment, of course, when you have judgment. Yeah, I have to. Oh, what? What is tribute this? My Raikou to negate the summon. You can't do it? It's tributing cost? Negate the summon, tribute for cost. Oh, it's broken. If you do, destroy the monster. Okay. Unfortunate. Then we'll set one card. Oh, no. And it's your turn. I will draw. Monster card. Stand by main. Yes. Normal summon. Yeah. I think... No. I don't think so. Oh. Bottomless. Banish, right? Yes. I will end my turn. Okay, then. Draw phase. Yep. Oh, that's pretty good. I like this. You're scaring me. All in. Oh, no. Mystical Space Typhoon. Oh, my enemy controller. And now, I go to normal summon Grepha. Yep. Effect. Cost. Yep, no response. Perfect. Then I will send this one to the graveyard. Yu-Gi-Oh! And then effect Vayu. Yep. Bench this too. And going for my Zynkro summon. Shoot. How many lives you have? My pointy rev is at 66. This is 40, right? Yeah. It's 40. Then I think I go all in. You're sick, right? All in? Oh, no. I activate this. Oh. No, it's once per turn. I don't think it is. No, it is. No, it's not. Effect. Battle Phaser! Come on. 1,070. Yep. 2,300. No response. Wait, is that enough? 23, 23? 23, and 1,070. But he has 300 left. No! Oh, really? No! No way! You had me convinced. Oh, that's a problem. I just made a video. Yeah, then it's your turn. You have nothing in hand? Yeah, I. No, the effect is negating because of that. Oh, okay. So it's kind of nothing.
So draw for turn? Yes. Just lock him up. Yes. Three monsters. 23. Don't do Raigiki or something like that. 23. It's not enough. It's not enough. Yes. I will go standby main. Yes. I'll activate my field spell, Realm of Light. Yes. I will normal summon Jayne. Yes. Lightsworn Paladin. Okay, it's only Newton giving the attack, right? Yes, when yes. he attacks. I will go battle. Yes. I will attack your Greffer. Yeah. He gains 300, 21. Yeah. You take 400 damage. 400 damage. It's my turn. I will attempt to go at the end phase. Yo. Jayne. Yes. Mill 2. Yes. Oh, it's okay. My turn. Then if, wait, the field spell does something. Each time a card is turned from the deck to the graveyard, place one counter. Oh, yeah. Lightsworn monsters gain 100 attack for each counter, so he's 1900. Doesn't matter for me. I think I go to the battle phase. No! Attack? No, my Jayne! Attack directly. Nah, GG. GG. Es ist vorbei, die Reihe ist vorbei. Es steht 2-1. Bedeutet, du hast leider verloren. You lost. Das bedeutet, I get 2 Booster. I think I will open it. It's not so easy. Your knife. Yeah, no, I don't have. What? True. Oh no, it's not so easy. Come on. Okay, now I have one. Also, wie gesagt, Retro Pack nur in Amerika erhältlich. Exclusive. Yeah, and it's exclusive to open. I'm not ready for that. What is going on here? So, perfekt. Wow. Wir haben hier 4. Natürlich, 2 gehören zu mir. Also wir nehmen diese 2 jetzt hier und wir dann öffnen. Und weil es so viel Spaß mit dir gemacht hat, so much fun, you can open one, that's my card. Yay, so if I pull anything good. Yeah, you can pull Raigiki. I've done that already, Okay, then, okay, you go first. Oh. Also für die Leute, die nicht wissen, was für ein Set das ist, hier können sehr viele ältere Karten drin sein, wie im Raigiki, Spielkraft oder ähnliches. Also hier können wirklich einige interessante Karten drin sein. Und wir fangen direkt an. Okay. Cyber Harpy Lady. What? You see or you call? No. Yozanryu. Yes. Oh, Mystical Tomat, nice. Pretty good. Molten Destruction. This is in every pack, I swear. Giant Rat. Next card. Okay. Ready? Yes. No. It's a normal monster. No? Oh, no. It's Blue Eyes? Oh, Legend is super rare. Super rare. Legend. That's okay. That's okay. Fine. Trap, Pendant, Giant Soldier Stone. And Thunder Dragon. Nice. Okay. Not bad. Dann machen wir mal hier das hier. Also schon mal eine Holo ist der. Oh. Attention for it. Holo schon mal gut. Fliegender Kamikiri. It's Number 1. Flying Kamikiri. Yeah. Oh, Trinade is nice. Pretty good. Absurd. Pretty good. Good common. Black Illusion. Next card. Yep. Whoa! Gate Guardian! Wow, ultra rare. It's pretty nice, That's crazy, bro. Oh, Swordsman. Ooh. Chiragumo. It's pretty nice. I love it. It's so good. Wow. 2 good packs. 2 hollows. Yes. 2 for 2. It's pretty nice. Aber Leute, ihr denkt jetzt, es ist vorbei. Nein, ist es nicht, denn wir haben das Ganze nochmal gemacht auf your channel, right? Yes. Who's gonna win these 2 packs here? We will see. Also Leute, ich wünsche euch jetzt natürlich wie immer einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren. Ja. Auch der Start war sehr geil. Maybe I will do it. Null gespielt. Aber hey. Trust my point. Okay. And so now you're not friendly. Yeah, guys, you were like sweating.
Right, Sneak Preview oder? Ich weiß gar nicht von her. Ich habe sie halt an einem Public Event gewonnen und war 2011. Und die ist jetzt ziemlich viel wert. Ja, das glaube ich. Inzwischen auch schon über 10 Jahre alt. When you want. Okay,